Hey, unser Mountainbiker. Ja. Ja, also ich sehe, so Mountainbiker ist man ja auch, weil man die Natur irgendwo mag. Ja, absolut. Du weißt ja, dass wir deinen Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengang jetzt auch ziemlich umkrempeln in Richtung Nachhaltigkeit. Genau. Was fällt dir dazu so ein? Ja, wie eben schon angedeutet, es ist immer irgendwie ein bisschen ein Balanceakt und ich muss definitiv Kompromisse eingehen. Ohne Reisen geht's halt einfach nicht. Ja. Auf der anderen Seite ist Radfahren an sich natürlich auch Teil der Lösung, würde ich fast mal behaupten. Und ich mache mir da auf jeden Fall schon meine Gedanken schon immer. Und ich glaube, ich bin tatsächlich auch ein Stück weit schon immer so ein bisschen deshalb Rad gefahren, weil ich den Schnee so mochte, also als kleines Kind, und dachte, oh, wenn der mal schmilzt, dann oder eben nicht, dass es keinen Schnee mehr gibt, weil ich die ganze Zeit mit dem Auto und mit dem Flieger durch die Gegend reise, dann würde es mich auch ärgern. Natürlich kann ich alleine nicht die Welt retten, mache ich auch überhaupt nicht. Aber so sieht es ein bisschen aus. Genau. Gut, dann hauen wir mal hier rein und dann irgendwie vorne wieder links. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.